7. beginnt in der Dortmunder Westfalenhalle das Finale um die Hallenhandball-Welt. So, 12.500 Zuschauer sind hier mit Presse und mit Ehrengästen. Und hier die Mannschaft der Sowjetunion mit Schipenko und Ischenko im Tor, mit Gagin, Rimanov, Kushniryuk, Kashagirvic, Belov, Anpilogov, Vasiljev, Shevtsov, Kityaev und Nowitzki. Lauter bekannte Namen. Die Jugoslawen mit Basic und Velic im Tor, mit Grubic, Elezovic, Sovko, Jurina, Vujovic, Bojovic, Fejsula, Krivokapic, Rajenovic und Isakovic. Die Westfalenhalle hier, die norwegischen Schiedsrichter, rechts mit der Brille Herr Terje Antonsen und links Herr Øyvind Bolstad aus Norwegen. Die Westfalenhalle hat schon viele Handballschlachten erlebt, vor allen Dingen mit dem VfL Gummersbach. Ob es heute zu einer kommen wird, wer weiß. Zu hoch ist die Favoritenstellung der Sowjetunion hier rechts, eben sich hinsetzend und wieder aufstehend. Anatoly Jevtuschenko, der Cheftrainer der Sowjetunion. Ja, zu hoch ist die Favoritenstellung der Sowjetunion. Er selbst, Anatoly Jevtuschenko, sagte, es wird ein schweres Finale für uns. Bei Handball-Weltmeisterschaften ist es Tradition, dass der Favorit im Endspiel verliert. Nun ja, die Jugoslawen, sie haben nichts zu verlieren. Sie kamen mit sehr viel Glück in dieses Finale, das wissen sie selbst. Aber sie spielen einen kreativen, einen aggressiven und einen individuellen Handball. Wenn es den Jugoslawen gelingt, die Sowjetunion nervös und unsicher zu machen, haben sie durchaus eine Chance. So viel als kleine Vorrede. Jetzt kann es losgehen. Anspiel, die in weißen Trikots spielenden Jugoslawen. Fejsula mit der Nummer 11 wird mit dem ersten Ballwurf dieses Finale der 10. Weltmeisterschaft eröffnen. Sie spielen sich noch ein bisschen ein, da ein Ordner noch einige, was weiß ich, was auf dem Boden liegt, von Zuschauer geworfenen Dinge entfernen muss. Und Sie hören schon, dass natürlich mehr Anhänger Jugoslawiens in dieser Halle sind als der Sowjetunion. Nun, das ist klar. Ja, die Westfalenhalle ist ein Hexenkessel. Fejsula. Er spielt am Kreis. So, mit einer kleinen Verzögerung kann es, glaube ich, jetzt beginnen. Jawohl! Jugoslawien mit ihrem Spielmacher Nummer 14, Radjenovic. Nummer 5, Elezovic. Nummer 8, Jurina, der Linkshänder. Wieder Radjenovic. Auf den Außenpositionen rechts mit der Nummer 10, Bojovic. Und links mit der Nummer 15, Isakovic. Freiwurf für Jugoslawien. Das war die Bank der Jugoslawen mit Trainer Bronislav Pokrajac. Den werden wir sicher später noch einmal sehen. Jurina. Warum wirft er nicht? Elezovic, Radjenovic. Ja, das Bollwerk der Sowjetunion mit 4,2 Meter Männern in der Mitte. Schwer zu überwinden.
weil ein sowjetischer Abwehrspieler den Ball noch berührt hat. Radjenovic, der übrigens beim MTSV Schwabing spielt, in der zweiten Bundesliga, er ist der Mittelmann. Isakovic. Die Sowjetunion. Freiwurf. Gagin. Belov, der Spielmacher mit der Nummer 7. Vasiljev neben das Tor. Radjenovic. Jurina. Foul. Gelbe Karte für Vasiljev. Jurina kann weiterspielen. 2,5 Minuten gespielt, kein Tor bisher. Radjenovic, Ilesovic, Jurina. Jetzt kommt Isakovic und Tor. Nein. Im Tor der Sowjetunion übrigens Alexander Schipenko im Augenblick und hier noch einmal Pokrajats und Anatoli Jevtuschenko. Ja, er hat Angst, Jevtuschenko, dass er wieder ein entscheidendes Finale verliert. 1978 in Kopenhagen bei der Weltmeisterschaft gegen die Bundesrepublik mit 19:20. Bei den Olympischen Spielen in Moskau im eigenen Land gegen die DDR mit 22:23. Da ist er durch, die Nummer 13. Kidjajew, der kleine Mann mit 1,75 Meter, einer aus der Olympiamannschaft, der Siegermannschaft der Sowjetunion von 1976. Kidjajew. Vier Minuten gespielt, 1:0 für die Sowjetunion und der Ausgleich. Petrik Fesula, der Kreisläufer. 1:1 Ausgleich, Torschütze für Jugoslawien, die Nummer 11. Wunderschön angespielt von Radjenovic. Wenn Radjenovic einen guten Tag hat, dann kann er ein Spiel entscheiden. Und wenn die Jugoslawien in Form sind, wenn sie auflaufen, dann schlagen sie jede Mannschaft der Welt. Verlieren allerdings an einem schlechten Tag auch gegen schwache Mannschaften. Der Rückraum der Sowjetunion mit Gagin im Augenblick. Mit Vasiljev mit der Nummer 10. In der Mitte Belov. Kein Tor. Chance für Isakovic. Jawohl. So weiter. Das kann dieses Spiel nur interessant machen. Hier, der Mann mit der Nummer 7. Das ist der Lieblingsschüler von Anatoli Jevtuschenko. Das ist Wladimir Belov, 23 Jahre alt. Kommt aus Moskau, von Kunsevo Moskau. Er ist der Lenker auf dem Spielfeld. Vasiljev. Abwehr durch den Kreis. Sagt Herr Bolstad aus Norwegen. Und natürlich wirft Wladimir Belov. Das war der erste 7 Meter, den er, glaube ich, seit Wochen, seit Monaten verworfen hat.
Auf der Pressekonferenz wurde er gefragt, wann hat zum letzten Mal der Torhüter die Finger an einem 7 Meter von innen bekommen. Dann hat er gesagt, noch nie. Die Jugoslawen mit Elisevic, Jurina, Rajenovic. Rajenovic selbst wirft selten. Aber jetzt versucht das untenrum. Tijayev. Ja, muss man wohl pfeifen. Auch wenn sich Torhüter Mirko Basic noch ein bisschen erregt. Ich glaube, die Entscheidung war richtig. Und jetzt kommt Oleg Gagin. Macht er es besser? Nein! 2,7 Meter verworfen. Kann es sein, dass der große Favorit, der dieses Turnier bisher ungeschlagen überstanden hat, schon jetzt nervös, unsicher wird? Da ist er durch! Pech, Pech für Fesela. Es ist doch schön, wenn zumindest in den ersten Minuten dieses Finale spannend bleibt. Ja, ein etwas merkwürdiges Tor, das hier Juri Schewtsov, der Rechtsaußen, geworfen hat. Wir sehen das noch einmal. Schön getäuscht. Ja, und in die kurze Ecke geworfen. War nicht viel zu machen für Basic. Hat auf den ersten Blick ein bisschen einfacher ausgesehen. Gelbe Karte ebenfalls für den 2-Meter-Mann Kuschniryuk. Manchmal sehen sie ein bisschen ungelenk aus, die 2-Meter-Riesen, wenn die wendigen Jugoslawen ankommen. Es könnte sein, dass sie hier mehrere Zeitstrafen kassieren. Jurina. Elisevic. Rajenovic. Zeitspiel wird moniert, aber nicht gepfiffen. Trotzdem die Sowjetunion durch diesen Fehlwurf in Ballbesitz. Gagin, na jetzt ist das Tor fällig. Oleg Gagin von Mai Moskau, 24 Jahre alt, 1,98 groß, der Halbrechte. 3:2 für die Sowjetunion, Torschütze, die Nummer 2, Oleg Gagin. Ja, das war wieder einer dieser kollektiven Tempo-Gegenstöße gewesen der Sowjetunion. Die zwei Außen rennen zuerst und dann kommen die vier Riesen nach. Jugoslawien. Spielstand nach knapp 10 Minuten 3:2 für die Sowjetunion. Im Spiel bei den Jugoslawen, der Mann mit der Nummer 9, mit dem Vollbart, Vujovic, Veselin Vujovic, einer der zwei Spieler bei Jugoslawien, die Junioren-Weltmeister gegen die Sowjetunion wurden. Oh, ein Fehlwurf von Alexander Schipenko. Anatoli Jevtuschenko, der Trainer, ziemlich erregt. Auch sein Assistent, Juri Klimov, einst ein Weltklasse-Spieler bei der Sowjetunion. Vujovic, Rajenovic, Jurina, jetzt... Ja! Da hat er den Block der Sowjetunion ganz schön verladen. Hier. Wiederum der Ausgleich, der neue Spielstand. 3:3. Hier Pavle Jurina mit der Nummer 8. Nummer 8, Pavle Jurina. Vasiljev, Belov, Gagin. Vasiljev. Ja.
Viele bezeichnen ihn jetzt schon mit seinen 20 Jahren und seinen 1,99 Meter oder 2 Meter Körpergröße als den besten Spieler der Welt. Zum Beispiel tut dies Nicolae Nedev, der Cheftrainer der Rumänen. Wiederführung für die Sowjetunion 4:3. Fehler von Kuschniryuk. Doch die Abwehr der Sowjetunion, die sehr aggressive 6:0-Deckung spielt, war schon formiert. Ein bisschen hektisch nun das Ganze. Ein offener Schlagabtausch, Jurina und Tor. Sie können sehen, wie offen die Deckung der Sowjetunion war auf der rechten Seite. Pavle Jurina, zwei Würfe, zwei Tore. Ja. So was nennt man optimale Ausbeute. Ja, Anatoli Jevtuschenko. Viele Fachleute hatten ja erwartet, dass die Sowjetunion schon nach 10 Minuten klar in Führung liegt, dass das Ganze uninteressant wird. Aber ich habe es am Anfang gesagt, die Jugoslawen sind unberechenbar. Individualspieler, ohne schematisierte Spielzüge. Ja, und gegen diesen Wurf von Wladimir Belov ist kein Kraut gewachsen. Schauen Sie an, was soll der Torhüter da machen? 5:4 Führung für die Sowjetunion durch die Nummer 7, Wladimir Belov. Trotzdem Hektik auf der sowjetischen Bank. Wieder Jurina. Au, oh, Pech, Pech für Fesela. Kijaev. Zunächst ein Foul, aber die Schiedsrichter haben natürlich den Vorteil gelten lassen. Schauen Sie hier. Die Mannschaft der Sowjetunion. Das ist Foul. Aber da der Ball ins Tor geht, entscheiden sie auf Tor. Vollkommen richtig. Zwei Tore Vorsprung für die Sowjetunion zum ersten Mal in diesem Spiel nach etwa 14 Minuten. Ja, Jugoslawien bleibt im Ballbesitz. Kuschniryuk hat gegen die Hand des ballspielenden Spielers geschlagen. Radjenovic ist im Augenblick auf der Bank, für ihn wieder Nummer 3 im Spiel. Grubic, da hat Jurina Pech. Bei der Sowjetunion nun mit der Nummer 15 im Rückraum Nowitzki und Kaschakiewicz auf der linken Seite für Kitjaev, Kaschakiewicz mit der Nummer 5. Hier auf dem Bildschirm wirken natürlich die sowjetischen Spieler im Rückraum nicht so gewaltig als in Natura. Das kann ich Ihnen bestätigen. Ich selbst bin nur 1,66 Meter groß. Isakov. Naja, klar, Abwehr durch den Kreis. Wer kommt? Normalerweise Pavle Jurina mit der Nummer 8. Und er wirft seine 7 Meter eigentlich immer oben. Macht er das auch jetzt bei seinem ersten? Ja. Gegen Alexander Schipenko. Wir sehen das. Schön, schön verzögert, verladen auf den falschen Fuß. Die Nationalmannschaft Jugoslawiens auf 5:6
Nur noch ein Tor Rückstand. Gut, der Block abgewehrt, ist ein Wurf von Vasiljev. Und die Jugoslawen sind nicht so groß und nicht so breit wie die Spieler der Sowjetunion. Nowitzki, Gagin, Vasiljev. Anatoli Jevtushenko. Nowitzki tankt sich durch. Waldemar Nowitzki aus Kaunas, 26 Jahre alt, der immer dann, wenn Wladimir Belov mal auf die Bank muss, um sich auszuschnaufen, ins Spiel kommt. Sowjetunion. Torschütze war die Nummer 15, Waldemar Nowitzki. Wieder 2 Tore Vorsprung für die Sowjetunion nach etwa 17 Minuten Spiel. Zwei Minuten für Oleg Gagin. Und 7 Meter. Wirft er wieder oben, Pavle Jurina? Nein. Und gleich geht's schief. Tja, das sind die Überlegungen. Das sagt der Schütze, diesmal werfe ich unten. Und der Torhüter überlegt sich natürlich auch was. Torwartwechsel bei der Mannschaft Jugoslawiens. Im Tor steht jetzt mit der Nummer 16, Erwin Velić. Nowitzki am Boden und hier ein Tausch bei Jugoslawien. Erwin Velić, ein junger Mann, ebenso wie Basic. Die Torhüter Jugoslawiens sind sicherlich nicht ihre stärkste Seite, aber wenn sie einen guten Tag haben, halten sie natürlich auch viel. Elezovic, Radjenovic wieder im Spiel. Und Isagovic. In den letzten Minuten hatten sie nicht sehr viel Glück, die Jugoslawen. 7:5 für die Sowjetunion. Sie können sehen, gleich 2 Minuten für Feysula. Oleg Gagin ebenfalls noch auf der Bank. 5:5 im Augenblick. Belov wieder im Spiel. Ja, da hat auch der Erwin Velić nicht viel Chancen bei Wladimir Belov. Für die Mannschaft der Sowjetunion. Belov war vor diesem Spiel an der Torschützenliste an 4. Stelle mit 36 Treffern. Elezovic. Diesmal haben die Schiedsrichter einen sogenannten doppelten Vorteil gelassen für den Schützen. Nowitzki, Gagin, Belov. Gelbe Karte.
die Sowjetunion wieder vollständig. Oleg Gagin, Sie konnten es sehen, wieder im Spiel. Jugoslawien immer noch mit 5. Überzahl also für die Sowjetunion. Oh, 2 Minuten für Klubic. Der hatte vorhin die gelbe Karte erhalten. 4 Jugoslawen. Nein, inzwischen sind sie wieder zu 5. Stimmt. Na, das hat sich gut überschnitten. Das springt ja fast so hoch wie der Mögenburg. Schauen Sie an, Vasiljev. 9:6 für die Sowjetunion. Durch die Nummer 10, Michail Vasiljev. 3 Tore wieder. Noch etwa 9 Minuten in der ersten Hälfte zu spielen. Hoffen wir, dass es den Jugoslawen gelingt, den Anschluss zu finden, dass dieses Finale nicht schon vorzeitig entschieden wird. Radjenovic zu Isakovic, herrlich! Das schönste Tor des Tages. Mit einem Arm natürlich. Isakovic. Er ist ein sehr trickreicher Mann. Oh. Und im Gegenzug wiederum ein Treffer durch Vasiljev. Und gleich im Gegenzug das 10:7 für die Sowjetunion. Der Torschütze war die Nummer 10, Michail. Inzwischen Vasiljev. Bei Jugoslawien wieder Torhüter Nummer 1, Mirko Basic im Kasten. Weil es auch Velić nicht gelungen war, ein Rezept gegen diese Würfe von Vasiljev zu finden. Neu im Spiel der jugoslawischen Mannschaft im Augenblick auf Linksaußen Savko mit der Nummer 6. Torwartwechsel bei der Elesovic. Da haben die sowjetischen Spieler nicht gut aufgepasst, muss ich sagen. Er tankt sich durch und wirft rechtzeitig, bevor er den Kreis betritt. 10:8. Ja, die Jugoslawen spielen natürlich eine sehr aggressive Abwehr mit 3-2-1. Das heißt, 3 hinten am Kreis im Normalfall, 2 etwas vorgezogen und einer geht auf den ballführenden Mann. Sie können das beobachten. Und das macht auch einen Mann wie Vasiljev unsicher. Chance für die Jugoslawen, wieder ranzukommen. Radjenovic. Elesovic. Das klappt nicht. Dafür vielleicht im umgekehrten Fall. Radjenovic. Krubic, Savko war das, Radjenovic, Elesovic. Am Kreis, Fejsola. Na, ich weiß nicht. Die jugoslawische Bank am Boden. Poprajac.
Noch knappe 5 Minuten. Kadjenovic. Grubic. Sovko. Und Fesola. 10:9. 4 Würfe, 2 Tore für den Kreisläufer Fesola mit der Nummer 11. Das war das Anschlusstor für den Jugoslawen. Sie haben es wieder geschafft, heranzukommen. Verkürzte die Nummer 11, Petrin Fesola. Ja, wer hätte das im Ernst gedacht, dass das so spannend bleibt? Stürmerfoul. Sovko. Ja. Ausgleich. Hier haben wir ihn. Strafko Sovko aus Zagreb. Kašakevic und Basic hält. Rajenovic, Grubic. Neu aufbauen den Angriff. Zum ersten Mal, glaube ich, kommt mit der Nummer 13 Krivokabic, der Mann, der bärtige Mann, im Rückraum halb rechts im Augenblick. Grubic, hier ist er am Ball. Elezovic. Ja! Jovica Elezovic. Sein 3. Treffer. Und wie? Mit Verzögerung. Zwischen die Beine von Alexander Schipenko. Jugoslawien führt 2,5 Minuten vor Halbzeit mit 11:10. Kitjajew ist wieder im Spiel. Der alte Fuchs Juri Kitjajew. Er macht den Ausgleich. Zum zweiten Mal, Sie können es hier sehen, mit einem Heber. Der neue Spielstand, der Torschütze, die Nummer 13, Juri Kitjajew. Krivokabic, Grubic, Elezovic. Diesmal nicht. Ja. Schade drum. Krivokabic geht wieder raus. Radjenovic mit der Nummer 14, den Mann, den Sie inzwischen kennen werden. Er muss hinten natürlich die Abwehr organisieren. Hier, Branislav Pokrajac. Als Spieler, Olympiasieger 1972 mit Vlado Stenzl als Trainer. Darf man nicht vergessen. Ja, zum ersten Mal auch im Spiel und mit seinem ersten Treffer sahen wir Alexander Anpilokov, den 2-Meter-3-Mann, der allerdings nur noch zweite Wahl bei der Sowjetunion ist. Die Mannschaft ist ja auf allen Posten fast gleichwertig besetzt und das eben ist ihr großer Vorteil. Nun bei 1 Million Handballspieler in der Sowjetunion. Verständlich. Fesola. Sein 3. Treffer. 12:12. Noch 30 Sekunden zu spielen. Die Uhr ist nicht angehalten im Augenblick. Chance, Chance. 7 Meter muss das geben. Zwei Minuten für Alexander Schipenko. Und hoffentlich einen 7 Meter.
Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigen Sie. Ich habe nur den Mann am Boden gesehen. Natürlich Tor. 13 zu 12 für Jugoslawien. Und 2 Minuten für Alexander Schipenko. Nun, das macht nichts, denn jetzt steht im Tor Michail Ischenko bei der Sowjetunion. Hier sehen wir diese Szene noch einmal. Ein klares Foul. Aber er kriegt den Ball ins Tor. Das habe ich gar nicht vor lauter Aufregung gesehen. 4 Sekunden, 3 Sekunden. Ja, Michail Ischenko wehrt diesen Ball ab. Zumindest die erste Sensation ist perfekt. Jugoslawien führt zur Halbzeit gegen den großen Favoriten mit seinem Trainer Anatoli Jewtuschenko mit 13 zu 12. Hoffentlich bleibt das so spannend wie bisher. Und mit diesem Bild zurück in die Sportschau zu Manfred. Michail Ischenko bei der Sowjetunion im Tor spielen? Oder wird es der junge Schipenko bleiben? Es ist Ischenko. Anspiel für die Sowjetunion. Spielstand noch einmal 13 zu 12 für Jugoslawien. Offensichtlich ein Missverständnis zwischen den Schiedsrichtern und den Zeitnehmern. Die Uhrzeit war nicht mitgelaufen an der Stadionanzeige. Sie ist zwar im Grunde nicht offiziell, aber jeder richtet sich natürlich nach ihr. Jetzt läuft sie, aber das Spiel ist im Augenblick unterbrochen. Ein bisschen Verwirrung, wir werden es gleich haben. Hier links der Mann, der diskutiert, das ist Juri Klimov, einst ein Weltklasse-Spieler der Sowjetunion. Diskutiert. Ja, nun ist alles klar, hoffentlich. Herr Bolster. Ja. Nun läuft das Spiel, aber ob die Uhr an der Stadionanzeige hier im der Westfalenhalle stimmt, das weiß nun keiner. Es geht um ein paar Sekunden, aber das kann ja zum Schluss entscheidend werden. Nur offiziell ist das, was die Zeitnehmer am Tisch machen. Zwei Minuten für Ilesovic, für sein Foul an Schewtsov, den Rechtsaußen der Sowjetunion. Die Sowjetunion hat auch nur 5 Spieler im Augenblick. Schewtsov und Mirko Basic. Pokrajac. Der jugoslawische Trainer. Grubic, Radjenovic, Zasko, Radjenovic. Ja, jetzt fehlt ihnen der Ilesovic. Bojovic. Und die erste Tat von Michail Ischenko. Kijajew. 7 Meter für die Sowjetunion. Chance zum Ausgleich. Wladimir Belov hat schon einen 7 Meter verworfen. Ja!
also nicht, dass ich gegen die sowjetische Mannschaft wäre. Das dürfen Sie nicht missverstehen. Aber wenn der große Favorit am Scheitern ist und wenn ein Mann wie Basic 3-7 Meter in einem solchen Finale hält, das finde ich nun einfach mal faszinierend. Bojovic, Grubic, Rađenović, Zovko, Fejzula. Der Oleg Gagin packt ganz schön zu, muss er aufpassen. Die veränderten Regeln sind sehr streng. Ja, der Rađenović, wenn er schon mal wirft, hat er keinen Erfolg. Ich glaube, es war sein zweiter Versuch und zweimal ohne Erfolg. Elesovic mit der Nummer 5 wieder im Spiel. Das ist gut für Jugoslawien. Ja, da muss man doch zumindest einen Freiwurf pfeifen. Das tun sie auch. Hier sahen sie Michail Ischenko. Rađenović. Grubic. Ja, er versucht es unten herum. Da ist Kitjajew wieder allein auf weiter Flur. Nicht mehr ganz. Kuschniryov fällt nichts ein. Unsicherheit. Gagin, Nowitzki. Belov. Nowitzki. Fast 5 Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt und bisher ist kein Tor gefallen. Jurina mit der Nummer 8 wieder im Spiel. Grubic, ein Tor! Grubic war der Torschütze. Tor für Jugoslawien. 14:12 für Jugoslawien. Die Nummer 3, Saslav Grubic. Ja, und das weiß man, dass die Sowjetunion, die sowjetische Mannschaft mit ihrer Trainerbank nervös wird, wenn sie in Rückstand geraten. Das ist zum ersten Mal bei dieser Weltmeisterschaft der Fall. 5-mal hat in der Vorbereitung zu dieser Weltmeisterschaft Jugoslawien gegen Sowjetunion gespielt. 5-mal hat Jugoslawien verloren. Zwei Minuten und 7 Meter. 2 Minuten für Fejzula. Es war seine zweite Zeitstrafe. Da muss er aufpassen. Bei der dritten Disqualifikation. Oh, und jetzt kommt Anpilogov, weil die anderen erfolglos waren. Hat er die Nerven? Nein! Schade, da prallt der Ball vom Pfosten an den Rücken von Mirko Basic. Ja, viel Glück. Schauen Sie sich das an. Durch den 7-Meter-Wurf an den Oberschenkel. Anschlusstor für die Sowjetunion zum 13:15. Die Nummer 9, Alexander Anpilogov. Jurina, Rađenović. Jurina steigt, findet aber keine Lücke. Oh, Chance für die Sowjetunion zum Ausgleich. Kitjajew. Nowitzki und Gagin. Und wieder nicht. Er schüttelt den Kopf. Tor! Savko. 15:13 für Jugoslawien. Ja, wenn
wenn der große Favorit zu stürzen scheint, sind alle auf der Seite des Außenseiters. Und die Jugoslawen haben dieses Tor in Unterzahl gemacht. Neuer gegen einen Gewaltschuss ist kein Kraut gewachsen. Kleiner Fehler in der Einblendung, macht nichts. Anpilokov war der Torschütze. Jewtuschenko ist der sowjetische Trainer. Jugoslawien immer noch in Unterzahl, also 5-6 auf dem Feld. Und jetzt im Augenblick ist Fesula wieder da. Spielstand 15-14 für Jugoslawien. Noch etwa 22 Minuten zu spielen. Pavle Jurina, 27 Jahre alt, der einzige Linkshänder in der Mannschaft Jugoslawiens. Von Partizan Bjelova, 4 Tore hat er geworfen. Jugoslawien erhöht auf 16-14. Durch die Nummer 8, Pavle Jurina. Vasiljev, Nowitzki, Shevtsov. Na gut, keine Chance für Mirko Basic, der hervorragend gehalten hat bisher in diesem Spiel. Die Mannschaft der Sowjetunion schließt auf zum 15-16. 6 todsichere Treffer hat er verhindert. 16-15 für Jugoslawien. Grubic, Jurina und Fesula. Sein 4. Treffer. Ja, da hat er die Lücke. Michail Ischenko hat bisher auch noch nicht viel gehalten. Pokrajac, der jugoslawische Trainer. Bei Jugoslawien jetzt im Spiel mit der Nummer 9 Vujovic, der vorgezogen deckt. Shevtsov. Ja, die kleinen Außen der Sowjetunion, das ist ja die eigentliche Stärke dieser Mannschaft. Shevtsov auf rechts und Kitjajew oder Kaschakiewicz. Das sind schon Weltklasse-Leute, die diesen Block in der Mitte, diese 4-2-Meter-Männer hervorragend ergänzen. Und trotzdem, hier Anatoli Jewtuschenko. Diese Niederlage darf er sich im Grunde nicht leisten. Ein sympathischer Mann, aber was sagen die zu Hause dazu? Grubic, Sovkov. Jurina kommt. Ah, da hat Michail Ischenko aufgepasst. Der Mann mit der sogenannten Bierruhe. Manche sagen auch, er hat den dazugehörigen Bauch. Belov verlässt wieder das Spielfeld für Anpilokov. Vor dem Spiel haben wir gesagt, wenn das passiert, dann herrscht auf der sowjetischen Bank Ratlosigkeit. So scheint es zu sein. Shevtsov, ein Weltklasse-Mann. Vasiljev. Ja, da gibt es natürlich nicht viel dagegen zu machen. Die Sowjetunion nun hat wieder den Ausgleich geschafft. 17-17 der neue Spielstand. Der 5. Wurf von Vasiljev, von Michail Vasiljev und 4 Tore dabei erzielt. 17-17. Grubic, Jurina. Da kommt
Isakovic, wollte ich sagen, aber das Foul kam dazwischen. Freiwurf für Jugoslawien. Radjenovic kommt wieder. Er ist auch nicht mehr der Jüngste und ist durch. Ja. Freiwurf. Radjenovic. Jetzt versucht das mit der Brechstange, aber immerhin. Er erreicht 2 Minuten für Waldemar Nowitzki. Die Sowjetunion also in der Unterzahl beim Stande von 17:17. Jurina, Radjenovic, Elezovic. Herrliches Anspiel! Auf Vesola! Schauen Sie sich das an! Sein 5. Treffer, aber auch das Verdienst von Zdravko Radjenovic. 17 mit seinen 29 Jahren schon ein Oldtimer in diesem Sport. Gedjajew. Sowjetunion bleibt in Ballbesitz. Mein Gott, ist das spannend. Vasiljev verliert. Kuschnirjuk den Ball. Auch das Zuspiel von Basic auf Isakovic war nicht so gut. Sie hätten ein bisschen mehr Zeit gehabt, sich Zeit lassen müssen. Wo ist eigentlich Wladimir Belov, der Spielmacher der Sowjetunion? Sitzt wieder auf der Bank, immer noch, an Pilakov. Ja, Tore werfen kann er natürlich auch mit seinem 2,3 Meter. Der zweitlängste Mann dieses Turniers hinter Erhard Wunderlich aus der Bundesrepublik. Wieder Ausgleich, 18:18. Ausgleich 18:18, Tor für die Sowjetunion durch die Nummer 9, Alexander Anpilogov. Jurina, Radjenovic verliert den Ball. Sowjetunion, die Chance durch Schewtsov. Und da sind sie zum ersten Mal wieder in Führung. Und Jugoslawien kassiert in Unterzahl 2 Tore. Sowjetunion zum 19:18 erzielte das Tor. Die Nummer 11, Juri. Kippt das Spiel jetzt, wo noch etwa 15 Minuten zu spielen sind. Und da die sowjetische Mannschaft auch wieder vollzählig ist. Jurina. Ja, ist er durch. Sein 5. Treffer und wieder hat er die Abwehr verladen. Und wieder der Ausgleich. Für einen Torhüter gibt es da nichts zu halten. Tor durch die Nummer 8. Hier können Sie schön die aggressive 3-2-1-Deckung der Jugoslawen sehen. Fehlwurf bei der Sowjetunion. Gedjajew kümmert sich jetzt vorgezogen um die Nummer 5 von Milesevic. Oder um den ballspielenden, ballbesitzenden Mann. Aber ich glaube, er achtet in erster Linie auf Milesevic. Vasiljev. Ja, das Spiel ist unterbrochen, weil auf der anderen Seite eben Jurina am Boden lag. Ja, die Zuschauer schauen auf die Uhr. Beim Stande von 19:19. 14 Minuten noch. Diese Weltmeisterschaft hat viele überraschende Ergebnisse gehabt, viele Krimis.
Aber dass dieses Finale einen solchen Verlauf nehmen würde, das hatte niemand gedacht. 2 Minuten für die Nummer 9, für Vujovic. Und 7 Meter für die Sowjetunion. Wieder kommt an Bilogov. Seinen ersten hat er verworfen. Das gibt's nicht! Vielleicht wird diese Unfähigkeit der sowjetischen Superschützen den Ausschlag über die Entscheidung in diesem Finale geben. Unglaublich. Ilesovic. Nein, Isakovic. Entschuldigung. Jurina. Gut gedacht und Glück gehabt. Wechsel. Oh. Gagin. Und Schewtschow ist wieder frei. 2 Minuten für Jurina. Und wieder 7 Meter zusätzlich. Wer kommt dieses Mal? Das Spiel wird zusehends härter, natürlich, beim Stande von 19 zu 19. Was macht Basic gegen Oleg Gagin? Ja. Man kann nicht jeden 7 Meter halten. Und eine Weltklasse-Mannschaft wie die Sowjetunion kann auch nicht jeden 7 Meter verwerfen. Oleg Gagin zum 20 zu 19. In Führung der Torschütze, die Nummer 2, Oleg Gagin. Die Jugoslawen nur mit 4 Spielern. Hoffentlich überstehen sie das. Ja, und machen ein Tor! Grubic zum erneuten Ausgleich. Vorher haben sie in Überzahl 2 Tore kassiert. Und jetzt schieden sie mit 4 gegen 6 den Ausgleich. 20 zu 20 für Jugoslawien durch die Nummer 3. Also der Milko Basic, ich habe gesagt, die jugoslawischen Torhüter gehören nicht zur Weltklasse. Aber wenn sie einen guten Tag haben, dann halten sie sehr viel. Und das tut er. Wenn die Jugoslawen dieses Spiel gewinnen sollten, haben sie es mit ihm zu verdanken. Achtung, der Delegationsleiter der Nationalmannschaft aus Polen wird zum Sprechertisch gebeten. Die Jugoslawen wieder zu 5. Ein Foul von Ischenko. Anisakovic, ob beabsichtigt, weiß ich nicht. Er war herausgelaufen. Was wird es geben? Ja, ja, es wird zusehends härter, ich habe schon gesagt. Die Nervosität wird größer, vor allen Dingen bei der Sowjetunion. Denn Jugoslawien hat im Grunde hier nichts zu verlieren. Radjenovic. Rivokapic wieder im Spiel mit der Nummer 13. Ein bulliger Mann. Aber immer noch 5 gegen 6. Er ist halt durch. Herrlich. Mit links. Normalerweise ist er ja Rechtshänder, nicht? Wirft mit links. 21 zu 20 für
die durch die Nummer 13. Jugoslawien wieder in Führung. 21:20. Noch knapp 10 Minuten zu spielen. Šefcov ist gefährlich. Jugoslawien im Ballbesitz. Und die Mannschaft ist wieder vollzählig. Nein. Die Schiedsrichter hatten bereits abgepfiffen. Freiwurf für die Jugoslawen. Die jugoslawische Bank mit Co-Trainer Sivkovic sahen wir eben. Krivok Krabic kommt wieder im Angriff. Vielleicht gelingt es ihm, noch einen Treffer zu machen. Da ist er. Krubic. Und bei der Sowjetunion wieder Schipenko im Tor, der zwar diesen Ball hält, aber das Spiel war bereits unterbrochen. Also, Michail Ischenko aus dem Spiel, der junge Schipenko wieder drin. Ja, ob das gut geht? Rajenovic. Freiwurf. Ich habe doch nichts gemacht, sagt Krišnirjuk. Krubic. Krivokovic. Und Bojovic. Sein zweiter Treffer. Aber er spielt ja selten. 22:20. Für Jugoslawien. Noch 8 Minuten zu spielen. Krivokovic wieder auf der Bank. Die Sowjetunion wieder in Bestbesetzung. Belov wieder auf dem Spielfeld. Dann aber auch Rymanov, der eigentlich nicht zur ersten Garnitur zählt. An Pilokov. Ja, das Beweis, die Nervosität bei Anatoli Jevtuschenko. Vasiljev. Inzwischen kommt er auch nicht mehr so gut durch. Nur noch die Außen werfen die Tore. Tijajev, sein vierter Treffer. Schauen Sie an. Ja, da ist nichts zu machen, wenn der Abwehrspieler reingeht. Gibt es 7 Meter. Hier, Juri Tijajev. Durch die Nummer 13, Juri Tijajev. 22:21 führt Jugoslawien. Krivokovic. Oh, und Kitjajev, das ist der Ausgleich. Nein! Mirko Basic. Zum 9. Mal verhindert er einen sogenannten todsicheren Treffer. Entschuldigen Sie diesen Ausdruck. Mirko Basic, 21 Jahre alt. Juniorenweltmeister war er mit Jugoslawien, als sie völlig überraschend die Sowjetunion mit 28:21 an die Wand gespielt haben beim Turnier in Portugal. Ballverlust für Jugoslawien. Šefcov, Vasiljev, Belov. Kašakevic. Ach nein. Abwehr durch den Kreis, sagt Schiedsrichter Bolstad. Wieder 7 Meter. Oleg Gagin kommt. Ah ja, er ist immer noch wahrscheinlich der Fähigste. Nein. Krubic, Rajenovic, der kämpft wie ein Besessener. Ich musste eben mal nachzählen. 6-7 Meter hat die Sowjetunion erhalten und 4 haben sie verworfen oder hat
Mirko Basic gehalten. Vasiljev, jetzt tankt er sich durch. Ah, da ist das Karsakiewicz. Der flinke Linksaußen. Sein erster Treffer in diesem Spiel, aber meist hat ja auch Kitjajew gespielt. Ausgleich. Wieder Ausgleich. 22:22. Noch 4,5 Minuten zu spielen. Grubic, Jurina, Elesovic und wirft. Ah, Šipenko hat sich jetzt besser auf die Würfe der Jugoslawen eingestellt. Anpilogov, Ševcov, Belov, Vasiljev, am Kreis Romanov und Karsakiewicz. Anpilogov, Zeitspiel muss man pfeifen. Zeitspiel muss man pfeifen. Und der Basic erhält alles. Vujovic, 7 Meter. Geben die nicht. Ja, aber er war doch im Wurfansatz und wurde darin so empfindlich gestört. Na gut, ich bin kein Schiedsrichter. Auch keine Zeitstrafe. Gar nichts für dieses Foul. Nur ein Freiwurf für Jugoslawien. Elesovic, Jurina, Grubic. Au, pass auf, Fejzela, Jurina, Elesovic, Jurina. Gegen die Hand geschlagen, gegen die Wurfhand geschlagen, Freiwurf für Jugoslawien. Die Uhr läuft. Noch knapp 2 Minuten. Der Ball ist im Tor. Der vierte Treffer von Elesovic. Eigentlich hat er ihn schon gehabt, der Šipenko. 23:22 für Jugoslawien. Jetzt wird die Uhr angehalten. Schiedsrichter Bolstad ermahnt die Spieler Jugoslawiens. Belov, Vasiljev. In der Mitte gibt es für die Sowjetunion im Augenblick kein Durchkommen. Aber auf die Außen muss man aufpassen. Da ist der Ausgleich durch Romanov, den Kreisläufer. Der Ausgleich. Er war hart im Bedrängnis, aber er hat dieses Tor gemacht. Nummer 3, Alexander. 23:23. Elesovic, Jurina, Grubic, Isakovic, Grubic. Zeit ist unterbrochen. Noch 47 Sekunden. Ja, Sie können es selber sehen, habe ich eben entdeckt. Wer das nächste Tor wirft, ist Weltmeister.
Zeit ist angehalten. Nein, sie läuft. Das gibt's doch nicht. Eine Verlängerung droht. Krivokapić, Radjanovic. Jetzt. Mein Gott. Sind diese 7 Sekunden nun offiziell? Hoffentlich. Radjanovic. Nein. Ja, was ist? Wir haben eine Verlängerung. 2x5 Minuten nach einer ersten Pause von 5 Minuten steht es dann auch unentschieden. Dann wieder eine Pause von 5 Minuten und dann. Und dann mit Seitenwechsel. Anpfiff durch Schiedsrichter Bolstad aus Norwegen. Jugoslawien im Ballbesitz. Die Spieler, glaube ich, kennen sie nun, aber ich sage trotzdem die Namen, weil man sie zu Hause am Bildschirm in der totalen Kameraeinstellung nicht so gut erkennen kann. Jurina, Radjanovic, Elesovic. Die drei im Rückraum. Am Kreis Feisola mit der Nummer 11. Von der Kondition her, sollte man meinen, sollte die Sowjetunion Jugoslawien überlegen sein. Aber hier entscheiden auch die Nerven und die Taktik der Trainer. Feisola ist durch, aber Schipenko wird immer besser. An dem Pfosten. Sowjetunion bleibt in Ballbesitz. Shevtsov, Gagin, Nowitzki, Belov. Tityaev wieder im Spiel, der Routinier, Belov. Freiwurf. Verliert Belov, Entschuldigung, Tityaev den Ball. Feisola geht wieder an den Kreis. Jurina, Radjanovic, Elesovic, Isakovic. Keine Lücke für Radjanovic, doch! Schritte. Außerdem hat er neben das Tor geworfen. Belov. Gut aufgepasst. Sovko mit der Nummer 6. Den Shevtsov, der Rechtsaußen, wäre frei am Kreis gestanden. Einwurf durch Shevtsov, Gagin, Nowitzki, Belov. Frei ist Rymanov. Ja, die Lücke war da. Da hatten sie wirklich nicht aufgepasst. Schauen Sie sich das an. Für 24:23 für die Sowjetunion. 24:23 für die Sowjetunion.
Noch knapp 2 Minuten in der ersten 5 Minuten der Verlängerung zu spielen. Jurina auf Fesola, Freiburg. Rajenovic. Den Angriff neu aufbauen. Ja, er sucht den Mann im Kreis, Rajenovic. Aus der zweiten Reihe Würfe, da läuft im Augenblick nicht viel. Stravko Rajenovic. Anatoly Jevtushenko, Yuri Klimov, ein Tor Vorsprung haben sie. Bei Jugoslawien kommt wieder der Mann mit der Nummer 13, Krivokapic. Ja, der Block der Sowjetunion steht gut im Moment. Gepfiffen vorher. Jurina wurde gestoßen. Noch 30 Sekunden Zeit, um vielleicht wieder den Ausgleich zu werfen. Jugoslawien bleibt im Ballbesitz. Jurina und Cibenko. Aber der Wurf auch nicht so präzise wie sonst. Ante Logov muss rein. Diesem Finale gewinnt. Dass Jugoslawien zum ersten Mal Weltmeister wird und nicht die Sowjetunion. Belov, Nowitzki, Gagin. War das schon der Sieg? Oleg Gagin, sein dritter Treffer. Zwei Tore Vorsprung. 25:23 Tor durch die Nummer 2, Oleg Gagin. Rajenovic, Elezovic, Zovko, Rajenovic. Naja, die Abwehr der Sowjetunion steht hervorragend jetzt. Mit Gagin, mit Kuschniryok, Nowitzki, mit Belov in der Mitte, den Außen, Fidjajew. Freiwurf für Jugoslawien. Krivokapic kommt wieder. Krubic. Keine Zeitstrafe, nur Freiwurf. Noch 3:30 zu spielen. 2 Tore Vorsprung für die Sowjetunion. Krivokapic. Unten. Aber Eckball. Der Ball war von einem Abwehrspieler noch berührt worden. Ja, die Zeit läuft ihnen davon. Sie brauchen zumindest jetzt den Anschlusstreffer. Krivokapic. Ja, das war möglicherweise schon der Sieg für die Sowjetunion. 2 Tore Vorsprung im Ballbesitz und noch 2,5 Minuten zu spielen. Ich nehme an, das werden sie mit all ihrer körperlichen Kraft, Routine und ihrem Können über die Runden bringen. Belov hat sich bei seinem dritten Treffer verletzt.
Die Sowjetunion erhöht auf 26 zu bei diesem 21. Drehwurf ist er wohl auch unglücklich auf das Parkett gestürzt. 26 zu 23. Drei Tore Vorsprung. Das Spiel ist nach menschlichem Ermessen gelaufen. Noch zwei Minuten. Kemper-Versuch. Und Tor durch Savko. Dritter Treffer für ihn. Schauen Sie, Krivokapic kam nicht an den Ball, aber der Außen, Savko, er stand frei. 24 zu 26 durch die Nummer 6, Travko, Savko. Da macht Anpilarov, der Joker in diesem Spiel, wieder den 3-Tore-Vorsprung der Sowjetunion perfekt. Sein fünfter Treffer mit einem Heber. Naja, er ist 2,3 Meter groß. Krivokapic. Nein, Vujovic war es. Vujovic. 27 zu 25. 2-Tore-Vorsprung. Nun, Manndeckung der Jugoslawen, das ist ihre einzige Chance. Es kann ihr absoluter Untergang sein, aber es ist die einzige Chance, noch an den Ball zu kommen. 1 Minute und 6 Sekunden vor Schluss dieses erregenden Finales um die 10. Weltmeisterschaft. Ja, ich hab's vorausgesehen. Das kann der Untergang sein. Sie umarmen sich jetzt schon. 25 zu 25. Ja, 3 Tore. Für die Sowjetunion durch noch die 58 Sekunden zu spielen. Shevtsov, der Außen, der Rechtsaußen war der Torschütze. Krivokapic noch einmal verkürzt auf 2 Tore Rückstand. Und das war das 26 zu 28. Die Nummer 13. Die Manndeckung bleibt natürlich, aber die Uhr läuft. Kitjajew, Gagin. Da sind sie wieder durch. Das war die Weltmeisterschaft. Die erste Weltmeisterschaft für die Sowjetunion. 29 zu 26. Kitjajew, der erfahrene Mann, sein fünfter Treffer. Und im Gegenzug, wir haben es gar nicht gesehen, weil wir die Zeitlupe eingespielt haben. Vujovic. Aber 2 Tore Vorsprung für die Sowjetunion. Bei 29 zu 27 und noch 9 Sekunden zu spielen. Ja. Ja, das ist unmöglich. Aber sie haben sich hervorragend geschlagen, die Jugoslawen. Und sie haben den großen Favoriten dieses Turniers echt an den Rand einer Niederlage gebracht. Dieses Spiel war mit das Erregendste, was ich persönlich gesehen habe im Handball. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich einige Spiele gesehen habe. 4, 3, 2, 1. Und dieses Tor gilt auch noch. Jetzt ist der Schlusspfiff da mit 30 zu 27 durch Kaschakiewicz. Gewinnt die Sowjetunion gegen eine tapfere, eine hervorragende Mannschaft aus Jugoslawien zum ersten Mal die Weltmeisterschaft im Handball. Und mit diesen Bildern des Siegers geben wir zurück nach der Weltmeister im Handball, der Männer 1982, heißt Sowjetunion. Unser allerherzlicher Glückwunsch in der Nationalmannschaft, seinen Spielern, Betreuern und Delegationsleitung. Unser herzlicher Glückwunsch gilt aber auch den nächstplatzierten Nationalmannschaften von Jugoslawien und Polen.
Gelegenheit, die Ihnen gebührende Ehre zu geben. Zur Einleitung der Schlusszeremonie bitten wir die Mannschaften, das Spielfeld zu verlassen und sich für den Einmarsch zur Siegerehrung in etwa 5 Minuten bereitzuhalten. Wir bitten auch alle anderen Anwesenden auf dem Spielfeld, die Fläche zu verlassen. Weltmeister im Hallenhandball der Männer 1982 und Gewinner der Goldmedaille Sowjetunion. Gemeinsam mit dem Präsidenten
des Deutschen Handballbundes, Herrn Bernhard Thiele. Und Gewinner der Silbermedaille